Hier kommt eine echte Nummer 1 auf der Baustelle. Der Premium Flexkleber mit der 4-in-1 Rezeptur. So groß Nummer 1. Hallo, liebe Leser von 1200 Grad. Ich begrüße Sie zu einem neuen Video-Interview und freue mich, dass heute Uwe Scherer, Geschäftsführer der Niederer GmbH, uns als Gesprächspartner zur Verfügung steht. Und Anlass ist, dass Sie eine Hausmesse gemacht haben, was ja in diesen Zeiten, Herr Scherer, eine recht ungewöhnliche Meldung ist, wo Hausmessen eigentlich abgesagt werden. Was hat Sie denn dazu bewogen, es trotzdem zu machen? Ja, hallo Herr Schanze. Recht schönen Dank für das Interview. Bin sehr überrascht. Sie haben mir ja geschildert, welchen Anklang und der Beitrag gebracht hat. Ja, und jetzt sitzen wir hier zusammen und Sie interviewen mich. Was hat uns dazu bewegt? Unser Motto, zurück in die Zukunft, sagt eigentlich alles aus. Wir sind durch Corona in einen gewissen Stillstand geraten, was Kundenbeziehungen und Kundenbindung betrifft. Und die Messe mit dem Motto zurück in die Zukunft sollte einfach ein Signal zurück in die Normalität sein. Und dass es unter bestimmten Voraussetzungen, die wir alle erfüllt haben, für diese Veranstaltung möglich ist, wieder face-to-face mit unseren Kunden zusammenzukommen. Mhm. Da fragt sich natürlich jetzt jeder, wie hat man das gemacht in der Praxis? Es gibt ja dann doch zahlreiche Auflagen und Vorschriften bei so einer Großveranstaltung, die man beachten muss. Wie haben Sie diese Probleme gelöst? Ja, das war sicherlich eine Herausforderung. Das muss man ganz deutlich sagen. Die Domizil war ja eigentlich geplant für den März 2020. Wir haben dann natürlich zum Beginn dieser Pandemie natürlich direkt abgesagt und das war auch damals gut so und haben versucht, einen neuen Termin zu finden. Hatten geplant, das im März 2021 zu realisieren, aber da kam die Impfkampagne erst so richtig in Schwung und deswegen war der März 2021 da auch zu früh. Und dann haben wir ganz bewusst und auch mit Hintergrund den Oktober gewählt, den 8. Oktober. Dafür gab es verschiedene Anlässe, warum wir diesen Termin gewählt haben. Zum einen wussten wir, wir kommen aus dem Sommer heraus, wir konnten davon ausgehen, dass wir mit niedrigeren Inzidenzen rechnen können. Zum zweiten hat die Impfkampagne im Saarland gegenüber den anderen Bundesländern einen sehr deutlichen Vorsprung. Drittens, die Verordnungen wurden eigentlich monatlich abgeschwächt. Es wurden öffentliche Veranstaltungen mit entsprechenden Personenzahl immer wieder zugelassen. Ja, und zu guter Letzt natürlich noch hatten wir Ende September die Bundestagswahl. Und vor einer Bundestagswahl, glaube ich, tut man sich schwer, schlechte Nachrichten zu vermitteln. Und somit waren wir in einem Zeitfenster, wo wir sagen konnten, wir konnten sicher gehen, dass die Veranstaltung stattfindet. Ja. Natürlich mussten wir immense Auflagen erfüllen. Wir haben einmal mit dem Veranstaltungsort, dem Linzler Hof, einen Veranstaltungsort, der sehr erprobt ist in diesen Veranstaltungen. Die haben jede Woche eine Hochzeit, eine Großhochzeit. Die sind mit den Ortspolizeibehörden intensiv im Kontakt. Somit haben wir gemeinsam mit dem Linzler Hof ein Hygienekonzept erstellt. Wir haben weiterhin die Einladung so gestaltet, dass wir unseren Kunden zwei Zeitfenster zur Verfügung stellen, damit wir ja nicht alle Kunden auf einmal da haben. Das wurde auch sehr intensiv genutzt. Dann haben wir natürlich die 3G-Regel eingehalten für die Kunden. Überraschend viele, die nicht geimpft waren, hatten wir eine eigene professionelle Teststation aufgestellt, die losgelöst vom Messeraum war. Somit konnte jeder Kunde sich erst testen lassen. Wir haben natürlich die Luca-App oder sonstige Kontaktnachverfolgungen genutzt. Ja, und mit diesem Plan sind wir dann in unsere Messe hineingegangen. Mhm.
Nun hat man schon auf der Cesaie gesehen in Bologna, dass die Leute wahnsinnig froh sind, dass es trotz aller Hürden und Hindernisse wieder solche Veranstaltungen gibt, dass man Freunde und Geschäftspartner live treffen kann. Wie war denn die Resonanz bei Ihnen, bei den Ausstellern und auch bei den Besuchern? Also zuvor vielleicht noch einen Satz dazu. Wir haben natürlich in der Vorplanung als allererstes mal mit unseren Mitarbeitern das Thema besprochen. Weil ohne meine Mitarbeiter würde ich das nicht hinbekommen. Was die auch für diese Messe wieder geleistet habe, war eigentlich vorbildlich. Das Gleiche geht natürlich auch an die Lieferanten, die, als wir den Termin festgesetzt haben, begeistert waren und gesagt haben, wir sind dabei. Und dann war man natürlich ganz groß gespannt auf die Resonanz unserer Einladung. Und das hat uns unwahrscheinlich überrascht. Wir hatten nach einer Woche der Versendung der Einladungen 70% der tatsächlich kommenden Personen nachher schon als Rückmelder. Und das hat uns eigentlich so einen Aufschwung gegeben, dass wir nochmal nachgefasst haben. Und last but not least haben wir fast 95% der eingeladenen Personen zur Messe begrüßen dürfen. Mhm. Ja. Und die Resonanz von unseren Kunden, das war eine total ausgelassene Stimmung. Die haben kommuniziert miteinander, mit meinen Mitarbeitern, mit den Lieferanten. Jeder hat sich die Mühe gegeben, an jedem Stand zu sein. Die Lieferanten waren euphorisch. Und wir haben auch nach der Messe von unseren Partnern, und da möchte ich mich mal ganz herzlich bei unseren Lieferanten bedanken, so tolles Feedback bekommen in schriftlicher Form, dass die richtig dankbar waren. Und das Gleiche geht dann mal an unsere Kunden. Auch da gab es ganz klar Rückmeldungen, die sagten, endlich geht es wieder voran, endlich sehen wir uns wieder. Mhm. Niederer ist ein Unternehmen, was sehr stark kundenorientiert arbeitet. 80% unseres Geschäftsbetriebes sind Profis und Handwerker. Und uns sind diese Kundenbindungsmaßnahmen ganz, ganz wichtig. Ja. Mhm. Und das hat sich gelohnt. War eine tolle Versache. Herr Scherer, wer wagt, der gewinnt. Sie haben gewagt, Ihre Hausmesse wieder durchzuführen und haben dafür eine Menge Zuspruch bekommen. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick und das Gespräch. Bitte schön, Herr Schanze.